Ja, servus und willkommen zum Dienstagsvlog an diesem windigen und kühlen und kalten Samstagmorgen. Ja, wir lassen heute wieder die Viecher ganz normal raus und dann gehe ich auf eine Zuschauerfrage ein. Das werdet ihr gleich sehen, um was es geht. Aber jetzt lassen wir erst einmal die Schweinchen raus, dass die ihr Futter kriegen und die Hühner. Und dann gehen wir bei die Gänse unten vorbei. Und dann wird das. Zuerst mal Tür auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Was denn? Was sagst du? Rennschweine. Ja, die haben was zu fressen. Jetzt schmeißen wir die Hühner auch noch raus, dass die auch ein wenig raus können. Gestern habe ich den Stall hier unten sauber gemacht. Komplett ausgemistet. Und alles schön sauber gemacht. Bleibt ja aber meistens nicht lang, aber es macht ja nichts. So ist es halt. Einmal die Woche habe ich es mir jetzt immer geschworen, mache ich das. Und die Zeit nimmt man sich einfach. Das passt soweit. Und dann ist alles gut. So. Zwecks die Eier, das war eine Frage, wie ich das mache. Also, ich brauche glaube ich mal Licht, sonst sieht man das wieder nicht. Die Hühner haben hier diese Eierlegeboxen. Das sind fertig gekaufte, die könnte man auch selber bauen, wenn man möchte. Ich habe sie fertig gekauft, habe keine Zeit gehabt. Oder Faulheit. Ja, mein Gott. Die Legeboxen haben da innen in der Mitte ein Loch. Da ist eine Eierablage drin, wo sie sich draufsetzen können. Die Hühner legen das Ei. Und sobald die Hühner aufstehen, rutscht das Ei in die Mitte in das Loch rein. Fallen ein Stockwerk tiefer auf dieses Gitter hier drauf. Und ich kann sie dann hier immer absammeln. Und die Hühner kommen nicht nach, um die Eier zu hacken oder kaputt zu machen. Weil ich hatte am Anfang einmal ein wenig Probleme. Ich habe aber Hühner gehabt, die haben mir die Eier gehackt. Ja, die Lösung dafür wäre natürlich, die Henne, die das macht, sollen wir wegtun. Die sollen wir abschaffen. Ja, die sind schon abgesammelt, da ist nichts mehr da. Und ja, dann ist das Problem normal gelöst. Ich habe es mit Diaboxen gemacht, seitdem funktioniert es auch wunderbar. Keine kaputten Eier mehr, was das betrifft. Und so soll es doch sein. Und jetzt lassen wir sie erst mal raus. Die freuen sich nämlich dann auch. Moin. Abgang. Und wenn wir hier drin sind, kommen wir auf die zweite Frage, die noch gestellt worden ist bei den Hühnern. Ich habe hier unten Sand drin stehen, Quarzsand. Der ist ja hier ganz frisch gestern gewesen. So, wozu habe ich diesen Quarzsand hier? Nur die Erklärung ist ganz einfach. Ein Huhn macht ja gerne ein Sandbad. Normalerweise im Sommer draußen in der trockenen Erde, das ist ja kein Problem. Aber gerade jetzt, wenn es in den Winter reingeht, habe ich oft einmal das Problem, draußen ist alles matschig. Die können quasi nicht einfach Sand baden. So, und dann haben wir irgendwann einmal, ja, durch Zufall mitgekriegt, dass man einfach mal Kisten mit ein wenig Sand reinstellen kann. Dann können die Hühner da reingehen. Haben wir ausprobiert, haben sie angenommen. Und das hat natürlich einen Vorteil. Ich behandle meine Hühner ja auf biologische Art und Weise gegen die Vogelmilbe. Die hat man ja leider in die Stelle auch immer wieder mal. Egal ob Biohaltung oder konventionell oder sonst was. Ja, und da kann man entweder ein chemisches Mittel verwenden. Intermidox, glaube ich, heißt es. Da muss man aber dann aufpassen, darf man ein paar Tage lang die Eier nicht essen. Oder die zweite Alternative, und das ist das, was ich eigentlich immer nutze, das ist Kieselgur. Das ist wie so feinst vermahlene, versteinerte Algen oder was das ist in die Richtung. Also quasi aus der Urzeit. Und das ist wie so eine Art Kalkpulver, könnte man quasi sagen. Das kommt hier bei mir mit in der Sand immer rein. Da sieht man nichts davon, weil das so schön fein verteilt ist.
Und wenn die Hühner jetzt in dem Sand baden, dann nehmen die diesen Staub ins Gefieder mit auf. Und dieses Kieselgur hat die Angewohnheit, das setzt sich auf die Chitinpanzer von den Milben ab und vertrocknet quasi diesen Chitinpanzer, der platzt auf und die Milben sterben ab. Ich verwende es hier unten auch, wenn im Sommer der Befall doch einmal höher sein sollte oder vorsorglich mache ich das schon immer. Ich tue nachher sauber machen, immer die Sitzstangen hier oben drauf einpudern und außen die Kanten, wo sie einliegen, weil das ist eigentlich so der Punkt. Da würde sich dieses Geziefer drinnen sammeln. Wenn auch ein Huhn direkt befallen ist, dass man sagt, man sieht es im Gefieder, da ist irgendwas. Man kann auch das Huhn direkt damit ein wenig einstauben. Man muss nur aufpassen, dass man es ihnen quasi nicht ins Auge reinbringt. Es brennt einfach. Ich habe selber schon ins Auge reingebracht. Es brennt ein wenig. Es ist nicht ja, tödlich, aber man soll jetzt nicht unbedingt ins Auge kriegen. Wie gesagt, das tut ein wenig weh. Und das vermeide ich, aber wenn sie jetzt im Gefieder hinten drauf am Rücken irgendwo ein wenig was haben, kann man die Hühner direkt damit pudern. Hilft wunderbar, funktioniert astrein. Und ja, seitdem habe ich keine Milbenprobleme mehr in dem Stall. Und so soll es doch sein, das ist doch das Wichtigste. Jo, so viel zu den Zuschauerfragen oder zu der Zuschauerfrage, die mir jetzt im letzten Video gestellt worden ist. Also mit den Eiern, wie gesagt, in die Eierboxen und der Sand ist für die Hühner. Die freuen sich drüber, wenn sie drin baden können. Man sieht ja, die haben ja auch schon ganz gut angenommen. Ein großer Teil vom Sand ist auch schon rausgewühlt. Bröselt schon wieder hier unten am Boden überall mit rum. Und die genießen das. Die hocken da dann drinnen und wühlen. Und das ist wie gesagt gerade jetzt im Winter, wenn sie draußen dann nur Schlammloch haben. Ist halt nun mal so. Dann haben sie wenigstens hier noch die Möglichkeit, das Gefieder zu pflegen. Gut, das war's hier unten. So, bei den Schweine und bei den Hühnern bin ich komplett fertig. Bei meinem Leo und bei den Hund allgemein war ich auch. Die haben auch Frischwasser und noch Futter gekriegt. So, und jetzt war ich gerade im Ziegenstall, habe den Stall ausgemistet. Also Ziegenpferde, Eselstall ist ja alles dasselbe. Und jetzt müssen wir den Mist wieder verfahren. So, und dann Wasser auffüllen. Und dann sind wir für heute schon wieder durch. Ja, dann gibt es noch eine kleine Neuerung. Ich habe jetzt zwei Interessenten. Der eine interessiert sich für die alten Reifen vom GHC und der andere, der hat Interesse vom K15, das Getriebe, Axtrichter, Achsen, Bremsen und das ganze Zeug. Das ist ja alles noch in einem Block und das möchte er gern kaufen. Ja, der hat mich eben angeschrieben, der will sich jetzt später mal rühren, wann er dann einmal reinkommen kann zu uns und sich's angucken bzw. dann auch abholen. Und dann schauen wir mal. Dann wäre wieder drum weg. Mein steht im Moment ja eh bloß da noch im Weg. Und damit anfangen kann ich ja auch nichts mehr. Und dann wäre das mal weg. Es wird wirklich Zeit, dass der KA15 fertig wird. Hier ums Eck rum habt ihr gerade gesehen, das Rangieren ist beschissen. Der Bulldog ist halt recht groß und du kommst um das Eck dann blöd rum, weil diese Fahrgasse hier dazwischen, die ist gerade einmal 3,50 Meter breit. Ja, und ich muss dann da über das Eck an den Anhänger ran, der steht ja da am Hauseck. Ja, und ohne mit dem Reifen dann anzuschleifen, hier wieder raus, dann wird es mit der Quitte da hüben immer recht eng. Ja, mein Gott, deswegen ist ein kleiner, wendiger Bulldog schöner.
An der KL 300 komme ich aber aktuell nicht ran, müsste erst das Auto rausfahren. An der Allgäuer komme ich nicht ran, müsste erst den Radlader rausfahren. Da habe ich gedacht, mit dem IHC geht schneller. Ja, ich sage auch, der andere Schlepper, der geht schon ab, den brauche ich dringend.
So, jetzt befinde ich mich gerade draußen beim Backofen. Den schüre ich heute wieder ein. Heute gibt es bei uns Pizza. Aber das mal keine selber gemacht ist, sondern nur Tiefkühlpizza. Aber aus dem Ofen schmeckt sie dann auch ganz gut. Da kann man sie auch essen. Die letzten Tage gab es aber irgendwas Aufwendigeres. Und dann gibt es mal wieder was Einfaches zwischendurch. Ja. Ich habe jetzt gerade vergeblich versucht, ihn anzuschüren. Jetzt am Schluss hat es dann doch funktioniert. Das beste Brennmaterial überhaupt zum Anschüren. Ein bisschen trockenes Laub. Und man sieht schon, jetzt kommt er. So habe ich mir das vorgestellt. Da brennt es. Und da oben kommt ein bisschen Rauch. Ja, und dann kann es heute Abend Abendessen geben. Ich komme ja leider erst um kurz nach 8 heim, also ich werde es ja dann später erst zu mir nehmen. Aber das machen wir dann auch ganz frisch, weil das geht ja ruckzuck. Der Ofen, wenn er mal Temperatur hat, das dauert ja bloß 5 Minuten, dann ist die Pizza fertig. Und ja, im Endeffekt, ich krieg's dann auch frisch, aber halt ein wenig später wie die anderen. Ja, was ich jetzt gerade noch gemacht habe, unten am KA15. Ich habe mal einen Ölmessstab, einen Universalölmessstab vom Perkins Motor bestellt. Und den habe ich jetzt gerade eben angepasst, dass der auf dem KA15 hinten auf dem Hydraulikbock passt. Da ist bei mir ja bloß so ein Kunststoffstopfen drin. Der originale Messstab fehlt. Ja, woher weiß ich jetzt dann, was ich für eine Länge brauche? Nun, das ist ganz einfach. Der Messstab ist derselbe wie beim KL300. Ist absolut baugleich. Beide Hydrauliken haben beide denselben Messstab. Jetzt habe ich den quasi genau auf selbe Maß abgeschnitten und Markierungen mit dem Seitenschneider reingedrückt, dass ich genau sehe bis zu dem Punkt und dann ist gut. Ja, und das sollte eigentlich wieder funktionieren. Die Teile hat mein Vater jetzt vor der Arbeit noch mitgebracht, die liegen unten neben dem Auto. Und da kann man danach mal gucken, dass die wieder rein können. Also ich hoffe, dass er es macht. Er kennt sich da doch ein wenig besser aus. Beim Ausbauen habe ich mich geplagt wie verrückt. Wäre schön, wenn er es einbaut. Er weiß da doch ein wenig besser, wie es geht. Aber es ist eine blöde Arbeit, weil halt der Sicherring inner quasi über die Wellen drüber gezogen werden muss und über jede Nut muss er wieder geöffnet werden und wieder drüber geschoben und wieder ein Stück weiter. Ist ein wenig umständlich, aber so ist es halt. Na gut, da werde ich ja dann sehen, wie es weiter funktioniert, wie es weiterläuft. Und das würde ich sagen, sehen wir dann spätestens heute Abend oder morgen vielleicht. Mal gucken, was da in den Flock noch reinkommt. Vielleicht kriegen wir ihn ja in dem Flock noch komplett zusammen. Das schauen wir mal. Gut, das war's dann erstmal für den Samstag, würde ich sagen. Und dann schauen wir, was morgen passiert. So, Freunde, wir haben jetzt mittlerweile wieder Montag. Also, was ist gestern so ein bisschen passiert? Wir haben am Sonntag ein bisschen weitergemacht am Schlepper. Und aktuell schaut das ganze Stückchen so aus. Ja, wie man sieht, Vorderräder dran, sind aber die alten, also die bleiben nicht drauf, man sieht schon, da eine ist ja eh platt. Und Spurstangen einhängt, dass man erst einmal Spur einstellen kann. Die Hydraulik ist jetzt dann soweit, vorne komplett angeklemmt. Na gut, das war es ja vorher schon. Was wir gemacht haben, die Lenkung, die hatte ja vorher hier relativ viel Spiel drin. Da ist jetzt gar nichts mehr, die ist wieder bombenfest. Ich habe jetzt nochmal mein frisch lackiertes Lenkrad hier aufgesteckt. Also das ist richtig schön. Das einzige Problem, was wir jetzt festgestellt haben, wenn man jetzt hier vorne guckt, wenn ich lenken tue, dann bewegt sich die Vorderachse. Ja, Vorderachse ausgeschlagen. Mist. Jetzt müssen wir die auch noch zerlegen, müssen die natürlich auch noch machen. Ja, die Bremsen kommen jetzt dann auch noch, weil es so schön ist. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Mein Vater hat es gestern dann gesagt, ja, deine rechte Bremse ist ja total nachgestellt. Entweder sind keine Beläge mehr drauf oder das Gestänge ist zu lang. Ja, und nachdem ich aber davon ausgehe, dass das Gestänge eher nicht zu lang ist, weil ich glaube kaum, dass Kramer das zu lang gebaut hat, würde ich eher tippen. Wahrscheinlich ist die Bremse unten. Jetzt müssen wir die aufmachen. Tja, man sieht schon, das Gestänge geht relativ weit hinter. Das steht quasi hier
im letzten Gewindegang. Tja, dumm gelaufen. Also, Bremsen auch noch. Also ich denke mal, wenn der Schlepper fertig ist, dann ist jede Schraube rumgedreht worden. Dann ist von vorne bis hinten alles gemacht worden. Also, da gibt es glaube ich nichts mehr, was da nicht mehr zu machen will. Ja, na gut. Soweit jedenfalls. Gasgestänge habe ich heute eingehängt und mit Splinte gestichert. Wir haben das gleich ein wenig nachgestellt, weil das Gaspedal saß vorher auf der Höhe. Und das Bodenblech kommt ja hier. Das hat quasi das Gaspedal genau hier mit dem Bodenblech abgeschlossen. Das war schlecht, habe ich gesagt, das ist nichts. Jetzt habe ich es so mit dem Fahrer gemacht, wir haben vorne ein bisschen was verstellt. Und wenn ich es jetzt durchsapp, dann komme ich quasi auf die Höhe bei Vollgas. Und ich kann richtig schön durchsappen, ohne großes Problem. Wir haben eine Feder hier unten reingemacht. Vorne der Ölspaltfilter, die Ratsche funktioniert, es geht. Ja, und dann läuft das auch. Ich habe den Motor noch ein bisschen entlackt, wie man sieht. Da habe ich mich mal drüber gemacht. Die Kupplungsglocke selber noch ein bisschen, dass das dann auch so weit ist. Ich meine, der gehört jetzt dann noch gewaschen. Aber mein Vater hat was gesagt, der will mir jetzt dann trotzdem mal den alten Kühler von da hinten drauf tun. Und der bringt von der Arbeit drin einen Hatztank mit. So einen einfachen Testtank quasi vom Hatzmotor. Den stopfen wir da oben drauf, dass man ihn einfach mal laufen lassen kann. Und dann hat er gemeint, erst einmal gescheit warm fahren, das ganze Ding. Getriebeöl gleich noch ablassen, dass es dann blitzblank sauber ist. Und die Hydraulik dann natürlich nochmal testen, weil die Teile, die hat er ja jetzt mitgebracht. Liegt ja die Welle da und der Kolben steht da hinten. Ja. Und dann wird auch das langsam wieder, dass die dann auch funktioniert. Die habe ich jetzt da innen her komplett gereinigt. Den ganzen Hydraulikblock hinten raus geputzt, dass die ganzen Metallsplitter und Späne raus sind von dem Stützring, der da zerbrochen ist. Und dann wird das langsam. Ja, auf alle Fälle, ich habe jetzt hier für ein K15 einen Käufer gefunden. Der möchte das Getriebe haben vom Schlepper. Und die Axtrichter, also quasi das Getriebe hier und die zwei Axtrichter links und rechts. Dafür müssen die Räder runter, dafür muss die Aggerschiene runter und dafür muss vorne das ganze Lenkgetriebe runter, der ganze Block. Mähwerk muss natürlich noch demontiert werden. Und dass das dann fertig ist, der will nächste Woche Sonntag vorbeikommen und will ihn abholen. Habe ich gesagt, ist kein Problem, verladen können wir mit dem Radlader. Überhaupt kein Thema. Ja, und dann ist da schon mal ein großes Drum weg, weil ich immer wieder gefragt werde, richtest du den K15 auch wieder zusammen? Nee, keinesfalls. Das würde auch gar nicht funktionieren. Ich habe es ja versucht, ich wollte ihn ja eigentlich richten, dafür hätte ich einen Motor gebraucht. Einen Motor einzeln habe ich nicht hergekriegt. Ja, dann hat sich die Gelegenheit endlich gefunden. Mitsamt Schlepper hinten dran, der halt, ne? Und nachdem der K15 da ja die Hydraulik hinten drauf hatte, habe ich gesagt, naja gut, dann nehme ich den K15 als reinen Schlachtschlepper noch her. Ich meine, circa ja, 30-40% von den Teilen aus dem K15 haben wir jetzt hier gebraucht, vor allem vom Motor ist einiges mit in der KA15 gewandert. Und im Endeffekt, der lebt weiter, der Schlepper, halt im anderen mit drin. Aber den wieder aufzubauen, selbst wenn ich jetzt alle Teile noch hätte, mir fehlt grundsätzlich der Motor und der Motor alleine, wenn du nur den Block willst, der liegt zwischen, wenn du den kriegst, 650 bis 800 Euro. Und nur für einen leeren Motorblock, dann brauche ich die Nockenwelle, dann brauche ich eine neue Kurbelwelle, ich bräuchte Kolben, Büchsen noch einmal, bin ich mindestens mit denen Teilen alles 2000 Euro los. Nur damit ich dann einen Schlepper habe, der hinten keine Hydraulik und nur eine feste Aggerschiene hat, mit dem ich ein wenig zum Spaß rumfahre. Das macht keinen Sinn. Wie gesagt, das wäre schön gewesen, aber Papiere hätte ich für den auch nicht, müsste ich dann auch alles neu erstellen, um den dann zu fahren. So schaut wie es ist, aber der wird definitiv nicht mehr zusammengerichtet. Ich verkaufe jetzt, wie gesagt, die Teile. Das Getriebe, das wandert in einen anderen Kramer K15. Der hat das Problem, dem seine ganzen Zahnräder sind abgelaufen.
Und so wird da wieder ein Schlepper gerichtet. Ist, soweit ich weiß, dasselbe Baujahr wie meine. Also auch 55. Und der hat sich den Schlepper vor ein paar Wochen gekauft. Eigentlich, um mit seinen Kindern ein wenig spazieren zu fahren. Und so passt sich's doch dann auch. Ich meine, so mache ich jemanden erfreut. Ich weiß, dass die Teile von meinem Schlepper noch gut verwendet waren. Die Kupplungsglocke zum Beispiel vom K15, die ist auch in einen Krame K15 gewandert. Der Schaulochdeckel ist in einen Bautz-Schlepper gewandert. Die haben denselben Motor gehabt. Von daher, jeden, dem er damit noch helfen kann, ist doch auch schon was. Ist zwar schade um den Schlepper, aber immerhin, er hat noch irgendwie einen Nutzfaktor und das ist doch das Wichtigste, denke ich einmal. Klar, ein bisschen Wehmut ist dabei. Man hat nicht schon so lange gehabt, aber dafür habe ich mal was Neues gerichtet und wenn der mal akkurat läuft, ist er doch ein guter Ersatz dafür. Und wie gesagt, ich weiß ja, dass viele Teile in dem dann von meinem alten sind. Und dann passt das auch wieder. Ja, dann bin ich noch gefragt worden im letzten Video, ob ich nicht einmal einen Acker zeigen kann und den Weizen wieder aufgegangen ist. Klar kann ich machen. Ja, natürlich nicht so akkurat und so toll, wie man möchte. Fehlt einfach ein wenig das Wasser, aber immerhin, die Fläche ist begrünt. Man sieht es ja, klar, es sind Streifen dabei, wo nichts wächst. Aber im Großen und Ganzen so schlecht schaut es nicht aus. Von oben schaut es sogar besser aus wie von der Straße unten. Ich denke, das kann man schon sehen. Ja, jetzt soll es morgen noch mal ein wenig regnen, laut Wetterbericht. Das wird passen und wenn es noch einmal ein bisschen warm bleibt und nicht gleich Frost gibt, dann kommt da noch ein wenig was. Und ich denke, dann wird das schon werden. Man wird sehen. Wie gesagt, die Pflanzen, so stehen sie da. Man sieht es ja hier, die gehen auf. Klar, da fehlt noch ein bisschen was. Einiges muss noch kommen. Und klar, hier oben wächst auch Klee dazwischen. Das ist halt einfach hier oben an der Hecke. Aber so ins Feld rein, das ist vom Unkraut her relativ in Ordnung. Schaut es gar nicht so schlimm aus. Kann man ja mal hier kurz überfliegen. Ja, ein bisschen was geht auf. Aber nichts Dramatisches, damit kann man leben. Ja, das ist so ein Weizenbestand. Das sind ja nur die 2,71 Hektar, die wir hier haben. Mehr Ackerland habe ich ja aktuell noch nicht. Aber ein bisschen was wird zusammenkommen. So, nachdem ich gerade die Viecher einsperre, kann ich es heute auch mal zeigen bei den Hühnern unten. Mit den Eiern. Und jetzt aber richtig. Ich hoffe, dass wir was haben. Wir haben jetzt wieder angefangen zu legen. Also ich kann hier die Klappe wie gesagt rausziehen und jawohl, da haben wir eins. Da liegen die Eier dann drin, schön sauber. Schau, da haben wir auch zwei. Und die Hühner kommen nicht ran, können sie nicht kaputt machen. Was will man mehr? Drei Eier. Ja gut, bei meinen Haufen Hühner, aber die fangen jetzt langsam wieder an. Die waren in der Mause und Hühner legen ja nicht jeden Tag immer ja Ei. Und ich hatte eigentlich das ganze Jahr relativ gute Eierproduktion. Und ja, im August rum ist es losgegangen, ist es schlechter geworden. Zwischenzeitlich hatten wir dann auch mal 2-3 Wochen lang gar keine Eier. Dann war es immer mal eines und jetzt so langsam aber sicher kommt es wieder. Also ich denke mal, jetzt ist die Zeit dann rum. Es ist auch immer wieder Uhrenumstellung normal dann, wenn es früh wieder das, oder wenn es abends schneller dunkel wird, aber früh eher hell ist, dann legen sie auch normalerweise ein wenig besser. Und ja, ich denke mal, das wird schon wieder mehr werden. Hoffe ich. So war es eigentlich immer. Bei meinen Hühnern hat es sich irgendwie so eingependelt. Das ist immer in der Zeit von August bis November. Da habe ich immer so ein wenig eine Durchhängephase. Und das ganze Jahr über aber dann normalerweise recht gut. Weiß nicht. Ja, und meine Schweine, die haben gerade wieder ihre Sonnenblumenkerne gekriegt. Ferkelchen hat sich's wieder bequem gemacht. Liegt wieder im Futtertrog drin. Ja, besser geht es nicht, ne? Bequem liegen und dabei fressen, was will man mehr, ne? Wie ihr zwei. Ja, da haben die Hühner mittlerweile ein gewaltiges Loch neu gerissen. Weil die Hühner immer hier drüben rumgerannt sind und wenn sie dann raus wollen, dann haben sie immer probiert da durch. Naja. Hinten und vorne ist ein Loch. Aber gut, im Großen und Ganzen funktioniert es noch immer so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass die Hühner quasi nicht ständig da drüben hocken. Und beim Einsperren, dass es ein wenig leichter ist. Na, ihr zwei.
Steckdosen. Steckdose. Ne? Du auch. Genieße. Hey. Der Rotzlöffel. So. Ja, dann lassen wir die jetzt schön fressen. Und dann würde ich sagen, ist gut für heute. Ja, aktueller Stand, wie gesagt, am Graume. Habt ihr ja jetzt gesehen. Also es wird ganz langsam, aber es ist hier wieder. Und irgendwann fehlt er schon wieder. Und dann passt das auch. In diesem Sinne würde ich jetzt auf alle Fälle sagen, das wird es für dieses Video jetzt gewesen sein. Dürfte lang genug gewesen sein. Bisschen was vom Schlepper habt ihr wieder gesehen. Bei Viecher waren wir wieder. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und man sieht sich wieder am Freitag um 16 Uhr. Und schauen wir mal, wie es bis dahin ausschaut. Vielleicht habe ich da die erste Testfahrt dann gemacht. Wer weiß, mit einem provisorischen Tank und einfach drauf gespackten Kühle mit ein paar Kabelbinder oder so. Das gucken wir mal. Aber das erfahrt ihr dann alles und dann geht das da auch weiter. Also ich kann es kaum noch erwarten, bis der Schlepper fertig ist. Einige Kommentare habe ich schon gelesen, es sind einige dabei, die wollen ihn auch unbedingt noch mal endlich sehen, wenn er fährt. Und die warten auch schon drauf, also mir geht es genauso und ich bin froh, wenn er endlich fertig ist. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend und bis zum nächsten Mal. Servus.